Heyo zusammen und herzlich willkommen. Endlich zu meinem Fazitvideo zum College of Wizardry Nibelungen. Wird auch Zeit, denn mittlerweile sind die Charaktere für den nächsten Run schon wieder raus, beziehungsweise zumindest die Namen für die nächsten Charaktere. Ich habe vor kurzem ja schon mal, vor kurzem ist gut, also das war irgendwann im Juli, Juni. Ich habe da schon mal ein Video zu Infos Nummer 1 hochgeladen. Das kann ich euch auch gerne hier oben in dem kleinen i nochmal verlinken, beziehungsweise packe es gerne auch unten in die Videobeschreibung rein. Da habe ich einmal darüber geredet, was die Vorbereitungen anbetraf. Ich habe euch über die Vorbereitungen aufgeklärt, hab erklärt, was davor alles passiert, habe euch erklärt, wie ihr überhaupt an dem Lab teilnehmen könnt. Allerdings hat sich an diesen Infos schon wieder einiges geändert. Abgesehen davon, dass in diesen Infos, was halt wirklich nur Infos waren, keinerlei Fazit drin war, möchte ich darauf jetzt gerne nochmal kurz eingehen. Das wird ein sehr langes Video, seid also bitte darauf gefasst, dass es viel Gelaber von mir geben wird. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr sehr viel Spaß daran habt und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Der allererste Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist die Art und Weise, wie ihr an Tickets rankommt. Ich habe im letzten Video gesagt, dass das über eine Crowdfunding-Kampagne läuft. Das war allerdings nur bei dem allerersten Run der Fall. Dieses Mal wird das über eine Seite vonstatten gehen, über die ihr die Tickets direkt kauft. Das heißt, es wird nicht über Crowdfunding finanziert. Es wird wirklich rein über die Tickets finanziert. Ich packe euch den Link für die Ticketseite auch unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr die Tickets direkt erstehen. Es gibt, beziehungsweise gab, das gibt es jetzt leider nicht mehr, es gab Frühbucherrabatte. Ich glaube, der erste war, dass ihr nur 420 Euro bezahlen musstet. Der zweite war, glaube ich, ab September oder so, dass ihr nur noch 520, also dass es dann schon etwas teurer wurde, aber ihr trotzdem nur 520 bezahlen musstet. Und jetzt ist leider die Vorbestellzeit komplett vorbei. Das heißt, ihr müsst ab jetzt den Vollpreis bezahlen, sind 620 Euro. Aber für alle, die das erste Mal teilnehmen, gibt es noch eine Möglichkeit, wie ihr wirklich günstig an Tickets rankommen könnt. Und das ist der sogenannte Bring a Friend Bonus. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video angesprochen. Für alle, die wirklich das allererste Mal bei einem College of Wizardry dabei sind, die können über diese Seite einen Bring a Friend Bonus in Anspruch nehmen. Der funktioniert allerdings nur mit einem regulären Ticket. Das heißt, ihr braucht jemanden, der euch quasi angeworben hat und über den ihr dieses Bring a Friend Ticket bekommen könnt. Wie gesagt, das ist wirklich nur im Zusammenspiel mit einem regulären Ticket möglich. Das gilt nicht als Einzelverkauf. Das heißt, wenn ihr jetzt niemanden habt, der euch explizit angeworben hat, dann könnt ihr trotzdem gerne in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, die ich euch auch gerne unten in die Videobeschreibung packe, bestimmt jemanden finden, der euch das vergünstigt anbietet. Günstig heißt in diesem Falle 395 Euro. Das Ganze wird dieses Jahr nicht auf Schloss Klitzkow stattfinden, sondern auf Schloss Tschocha, auf dem auch die internationalen Labs stattfinden. Das heißt, auch das Schloss wird dieses Mal ein komplett anderes sein. Alles, was ich euch also beim letzten Mal über den Aufbau des Schlosses erklärt habe oder für den Fall, dass ich irgendwas erklärt habe, es wird dieses Mal komplett anders sein. Was ich aber sehr genial finde, ist die Tatsache, dass es dieses Mal dann auch Geheimgänge geben wird. Ha, ich bin schon ganz aufgeregt. Zumal mein Charakter, wir haben jetzt noch keinen Charakter, aber ich weiß, dass das definitiv ein Teil meines Charakters sein wird, dieses Schloss von oben bis unten zu erkunden und jeden einzelnen Geheimgang zu finden. Das wird so genial. Okay, aber ich schweife ab, es tut mir sehr leid. Ich bin halt schon wieder mega gehypt und voll drin. Worauf ich nochmal eingehen wollte, ist die Vorbereitungszeit. Die Vorbereitungszeit ist sehr lang im Vergleich zu wahrscheinlich anderen Labs. Es ist ein Nordic Lab, das bedeutet, es gibt gewisse Unterschiede zu normalen hier stattfindenden, zum Beispiel Fantasy Labs. Die Unterschiede kann ich euch jetzt nicht alle aufzählen, weil ich mich nicht hundertprozentig mit der ganzen Geschichte auskenne. Ein großer Punkt bei dem Nordic Lab ist allerdings, dass ihr Charaktere zugewiesen bekommt und dass es diverse Workshops vor dem eigentlichen Lab gibt, die euch das Ganze einmal erklären. Ihr werdet also in die Spielmechaniken eingewiesen. Das ist alles in allem ein sehr anfängerfreundlicher Teil dieses Lab-Genres, finde ich, weil ich persönlich habe mich durch diese Workshops unwahrscheinlich sicher und wohl gefühlt. Dadurch, dass ich auch wirklich sehr viele Infos vorweg bekommen habe, wir nochmal Workshops auch in Häuser intern hatten, fand ich das unglaublich geil.
und habe mich wirklich auch relativ gut noch in meinen Charakter hineinversetzen können, obwohl ich vorher kaum Zeit hatte, den Charakter überhaupt zu gestalten. Was mich direkt zum nächsten Punkt führt. Wenn jemand wenig Zeit hat, seinen Charakter zu gestalten, hat es natürlich Vorteile, wenn euch der Charakter zugewiesen wird. Allerdings hat es wiederum Nachteile, dass die Vorbereitungszeit bzw. diese Vorspielzeit zum großen Teil auf dem Nibelbuch stattfindet. Das Nibelbuch, habe ich auch schon mal erklärt, ist sowas wie ein Facebook für Magische, in dem ihr euren Charakter da anmeldet und in dem quasi schon mal Vorspiel stattfindet. Das bedeutet, für diejenigen, die wenig Zeit vor dem Lab haben, um sich da irgendwie einzubringen, weil sie jetzt, weiß ich nicht, Prüfungsphasen haben, weil sie Arbeitsstress haben, weil sie anderweitig Stress haben, für die ist es sehr, sehr schwierig, in dieser Vorspielphase sich überhaupt einzubringen. Und das war zum Beispiel ein Punkt, der mich ein ganz klein wenig gestört hat, denn vieles hat da tatsächlich schon stattgefunden und ist auch mit ins Spiel eingeflossen. Das ist natürlich der Sinn dieser Sache. Das ist überhaupt nicht verwerflich und überhaupt nicht schlimm. Aber was mich dann tatsächlich doch so ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass ich das halt alles nicht mitbekommen habe. Ich habe im Nibelbuch einiges mitgelesen, aber natürlich kann man nicht alles mitlesen. Und dann sind auch hausintern von Grimm Dinge gelaufen, die irgendwie ein Yeti oder sowas betrafen und von denen ich irgendwie gar nichts mitbekommen hatte. Ich habe generell von meinem Haus relativ wenig mitbekommen. Ich war, glaube ich, bei ein oder zwei Hangouts vorher dabei und natürlich war hausintern, habe ich natürlich noch mehr mitbekommen als sonst irgendwo anders. Aber es war halt leider einfach irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es war einfach, ich hatte wenig Zeit, um überhaupt vorbereitungsmäßig mich da irgendwie einzubringen. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass es schwierig für mich war, überhaupt noch in dieses ganze Kollektiv reinzukommen. Ich habe mich immer so ein ganz, ganz kleines bisschen als Außenseiter gefühlt, was aber nicht rein an dieser Vorbereitungszeit und an den Leuten lag. Ganz im Gegenteil, es lag eigentlich hauptsächlich an mir, an meiner Art und daran, dass ich den Charakter nicht komplett ausgearbeitet habe. Ich habe eigentlich von dem Charakter überhaupt nichts ausgearbeitet. Ich habe ihn zu nicht einmal 10% so umsetzen können, wie ich es gerne gewollt hätte. Und ich hatte keinerlei Vorgeschichte oder irgendwas. Im Prinzip hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit meinem Charakter dieses Mal einfach nur da war. Das war einfach so eine Art Schnupperlab, um einfach mal dabei zu sein, um mal zu gucken, wie das so ist. Aber ich selbst habe meinen Charakter in diese Welt überhaupt nicht mit eingebracht. Ich habe so ein bisschen Dinge mitgemacht, die halt so nebenher liefen. Ich habe den ein oder anderen Plot mitbekommen, weil ich mich einfach so im Nachhinein mit reingeschmissen hatte, so in Anführungszeichen. Aber das war auch alles. Ich hatte keinerlei Familien-Background, ich hatte keinerlei Vorgeschichte, ich habe mit niemandem wirklich über meinen Charakter und meine Charaktereigenschaften geredet, was tatsächlich auch ein großer Nachteil ist. Einen guten Tipp, den ich euch noch geben möchte, um wirklich richtig ins Spiel reinzukommen, ist, bringt eure Background-Story mit ein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das im Verlauf des Videos schon mal gesagt habe. Ich nehme es jetzt quasi im Nachhinein nochmal auf, weil es mir nochmal eingefallen ist. Ich habe den Fehler begangen und habe keinen mit meiner Story nerven wollen, was ein total bescheuerter Ansatz ist. Ich wurde ganz am Anfang von jemandem gefragt, hey, yo, wie waren denn deine Ferien so? Und abgesehen davon, dass ich mir jetzt nicht so spontan irgendwas ausdenken konnte, was ich jetzt großartig in den Ferien gemacht haben könnte, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich am Nimbus rumgehangen habe, weil meine Familie, mit der hätte ich keinen Kontakt mehr gehabt, habe ich einfach nur gesagt, ja, war ganz nett, so das Übliche. Und gerade diese Sache von wegen, ja, du weißt ja, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, habe deswegen die Ferien hier verbracht und bin so dem einen oder anderen dann über den Weg gelaufen. Das sind so Sachen, die hätte ich dann locker einbringen können. Das hätte richtig gut zu einem Gespräch führen können. Habe ich aber nicht. Einfach weil ich mich auch ein bisschen zu sehr geschämt habe, und Angst hatte, was Falsches zu sagen. Für alle Lab-Anfänger, für alle, die das allererste Mal dabei sind, tut es nicht. Es ist vollkommen egal, was ihr sagt, ihr generiert in irgendeiner Form Spiel damit. Solange ihr euch eine gute Background-Story zurechtgelegt habt, bringt die ein. Bringt die ein so oft und so gerne ihr wollt, denn nur das generiert auch wirklich Spiel und sorgt dafür, dass euer Charakter bei den anderen irgendwas hinterlässt, sozusagen. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich euch damit sagen will. Es ist einfach unnötig, wenn ihr die ganze Zeit irgendwie den anderen Leuten hinterherdruckst und
irgendwie so tut, als wärt ihr nicht da. Es ist dazu gedacht, dass ihr eure Story mit einbringt, dass ihr euren Charakter mit einbringt, dass ihr auch anderen von euch erzählt. Denn auch wenn diejenigen jetzt vermeintlich außerhalb des Spiels schon irgendwie 3 Jahre mit euch auf der Schule sind, heißt das nicht, dass die alles über euch wissen. Ganz im Gegenteil. Vieles muss ja im Spiel dann auch erst nochmal quasi wachgerufen werden. Das ist im Spiel selber überhaupt kein Problem, wenn ihr euch schon 3 Jahre kennt und ihr erzählt der nochmal so, ja, du weißt ja, ich wohne nicht mehr zu Hause. Ist dann nun mal OT auch eine Info, die diejenigen vielleicht noch gar nicht hatten. So, ich rede hier total wirres Zeug. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mir in etwa folgen. Falls nicht, tut's mir leid, dann schreibt mir das gerne in die Comments, dann kann ich das vielleicht nochmal versuchen, etwas ausführlicher zu erklären. Aber es ist einfach sinnvoll, wenn ihr auch andere Charaktere mit eurer Background-Story, mit euren Talenten, mit euren Dingen, die ihr könnt und mögt, zulabert. Denn, wie gesagt, nur das generiert auch im Endeffekt, dass ihr irgendwie mit den anderen ins Spiel kommt. Wenn ich euch einen guten Tipp zur Anreise geben darf, falls euch das Ganze so stressig wird, da am Mittwoch bzw. am Donnerstag Vormittag mit dem Auto oder dem Bus hinzufahren, versucht schon einen Tag vorher anzureisen. Wir persönlich sind mit dem Auto hingefahren, weil uns das mit dem Bus zu umständlich war. Erst hoch nach Berlin und dann mit dem Bus rüber. Das war einfach irgendwie zu schwierig. Wir haben uns dann überlegt, wir fahren einfach direkt mit dem Auto hin. Mein Freund musste Mittwoch auch leider noch arbeiten, deswegen gestaltete sich das Ganze für Mittwoch anreisen ein bisschen schwierig. Für dieses Jahr haben wir uns dann aber überlegt, dass es vielleicht doch sinnvoll wäre, Mittwoch schon anzureisen, weil es einfach mega stressig wurde. Wir haben wirklich 7 bis 8 Stunden Fahrt, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr gehabt, von Köln nach Polen halt zum Schloss und mussten wirklich morgens um 5 Uhr schon aufstehen, beziehungsweise zwischen 5 und 6 auch wirklich schon losfahren, damit wir pünktlich da waren. Und wir kamen tatsächlich zeitgleich mit dem Bus an. Also das heißt, wir hätten auch wirklich nicht später losfahren dürfen, weil dann wären wir für alles wirklich zu spät gewesen. Wir waren ja auch so schon sehr spät dran. Hat man ja allein daran gemerkt, dass meine Hube zu groß war und ich nur noch eine in Größe L bekommen habe. Gut, wie gesagt, da würde ich euch anraten, versucht auf jeden Fall, wenn ihr nicht gerade mit dem Bus fahrt, sondern irgendwie mit dem Auto kommt, versucht am Vortag schon anzureisen, weil wirklich am selben Tag es ist, je nachdem von wo ihr kommt, wirklich mit Stress verbunden oder versucht irgendwelche Fahrgemeinschaften zu gründen, wenn ihr wirklich auch nicht auf den Spritkosten sitzen bleiben wollt, denn es ist wirklich doch schon einiges an Sprit, was da drauf geht, wenn man da so 8 Stunden lang fährt und natürlich die Rückfahrt muss ja auch noch mit einberechnet werden. Ich persönlich kann euch nur raten, versucht am Vortag schon da zu sein. Eine extra Nacht im Chocher kostet, soweit ich das jetzt verstanden habe, 30 Euro pro Person. Das ist, denke ich, immer noch auf jeden Fall aufbringbar, wenn man denn jetzt schon 300 Euro dafür hingeblättert hat. Das ganze Lab begann ja damit, dass wir in 2er Reihen in die Eingangshalle bzw. in unserem Fall die Fausthalle gelaufen sind und da quasi die Begrüßung des Rektors stattgefunden hat bzw. stattfinden sollte. Das Ganze wurde allerdings unterbrochen. Und zwar von Wächtern. Wächter des Vertrags von Avalon. Der Vertrag von Avalon beinhaltet eine Reihe von Richtlinien, die dafür sorgen, dass die magische Welt im Gleichgewicht bleibt und weiterhin ihren Gang gehen kann, so wie sie nun mal momentan geht. Unter anderem, dass man den freien Willen von niemandem manipulieren darf, dass man nicht mit der Zeit rumspielen darf, dass man die Totenruhe nicht stören darf, beziehungsweise keine Nekromantie betreiben darf, sowas in der Art. Versteht ihr? Ungefähr? So, genau. Und die Wächter von Avalon sind dafür da, dafür zu sorgen, dass dieser Vertrag eingehalten wird. Jetzt stürmten allerdings einige Wächter unsere Eingangshalle mit großem Tamtam und viel hin und her. Und beschuldigten unseren Technomantiklehrer, einen Bruch des Vertrags von Avalon begangen zu haben. Ja, war sehr spannend und sehr interessant auf jeden Fall, dass das schon mit so einem Knall losging. Das Problem war nur, ich wusste bereits, dass das passieren würde. Warum ich das wusste? Weil ich meinen Umhang habe umnähen lassen müssen. Ich musste dafür ins sogenannte NSC-Hauptquartier. Das NSC-Hauptquartier ist ein Raum, beziehungsweise sind, glaube ich, mehrere Räume, in denen die Requisiten gelagert werden und in denen die sogenannten NSCs, die Nichtspielercharaktere, darauf vorbereitet werden, dass sie bestimmte Rollen einnehmen können. Und da wurde dann halt leider auch besprochen, dass
diese Anfangsszene laufen wird und wie die laufen wird. Mit dem Technomantik-Lehrer, der ja nun mal beschuldigt wurde, den Vertrag von Avalon gebrochen zu haben, wurde besprochen, ja, hier, du stehst dann da zwar bei den Lehrern, aber die kommen dann da rein und beschuldigen dich, dass du das gemacht hast und dann werden die dich in Gewahrsam nehmen und werden deinen Zauberstab zerbrechen und dann wirst du abgeführt. Und ich dachte mir so, wow, Alter, cool. Und im anderen Moment dachte ich mir so, boah, scheiße, jetzt weiß ich das ja schon. Das war so ein bisschen... Einerseits dachte ich mir, boah, geil, ey, die planen das ja alles. Das ist so, boah, das ist so cool. Das ist, und ich krieg das alles mit. Und das ist, oh, ich war total begeistert davon, weil ich kannte das ja so noch gar nicht. Andererseits habe ich mir echt schon gedacht, so, boah, das wäre so eine geile Überraschung gewesen, einfach zu Anfang, wenn ich es nicht gewusst hätte. Im Nachhinein ärgert mich das wirklich sehr, weil das wäre eine ziemlich geniale ein ziemlich genialer Überraschungsmoment gewesen. So passierte es dann halt im Endeffekt auch. Der Technomantik-Lehrer war, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich von Anfang an ein NSC. Und es ist so geplant gewesen, dass seine Assistentin, Professorin Ludwig, glaube ich hieß sie, den Posten dann übernimmt. Also quasi seine Assistentin, die angehende Technomantik-Lehrerin, dann die richtige Technomantik-Lehrerin wurde. So ist es dann natürlich auch gekommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt meinen Umhang habe umnähen lassen müssen und dann da eine Viertelstunde gesessen habe, bis der umgenäht war, es ging wirklich super schnell. Also ich muss sagen, da war ich wirklich absolut begeistert, dass die das so schnell noch hinbekommen haben, dass ich da innerhalb von 10 Minuten eine kürzere Robe habe. Die haben auch noch gesagt, so ja, ich kann ja auch noch die Schultern umnähen, dass das im Ganzen so ein bisschen besser passt. Und dann dachte ich mir so, nee, ich will vielleicht nicht zu viel Arbeit machen. Ne? Aber das war ein ziemlich genialer Punkt, dass das wirklich so schnell ging. Allerdings saß ich dann da halt wirklich eine Viertelstunde rum und habe halt von der Story schon was mitbekommen. Ich habe mir im Endeffekt überlegt, ich hätte natürlich auch rausgehen können, beziehungsweise hätte sagen können, so okay, macht ihr mal, ich komme in 10 Minütchen wieder und hol den ab. Aber es war alles so spannend. Ich habe halt gesehen, wie da die ganzen Requisiten rumlagen. Ich habe dann ein Werwolf-Kostüm gesehen und so ein Minotaurus-Kopf lag da rum. Und oh mein Gott, es war so cool. Und ich wollte mich einfach nur umgucken und wollte mir das alles anschauen. Und dann habe ich das halt mitbekommen. Und das war leider blöd. Also das war so ein Punkt, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich das wirklich schon mitbekommen hatte. Aber es war so im Großen und Ganzen ein ziemlich genialer Auftakt für dieses LARP. So, das Jahr begann dann quasi auch wirklich damit, dass wir eine Primaner-Party geschmissen haben. Das heißt, soweit ich glaube, es gab dann auch noch Abendessen. Abendessen an den Haustischen. Es gab sowas wie eine große Halle, in der dann die Tische alle aufgereiht waren und an denen wir dann halt jeden Tag gegessen haben. Ich glaube, die Tische waren farblich halt natürlich an die Häuser angepasst, so von der Dekoration beziehungsweise ich glaube den Läufern. Genau, und da war allerdings auch ein kleines Problem, dass die Haustische so aufgereiht waren, dass die halt so hintereinander weggingen. Ich kann euch gerne mal ein Bild einblenden, um euch das zu zeigen. Ja, und ganz hinten am Raum war immer der Punkt, wo der Rektor die ein oder andere Ankündigung gemacht hat. Das Problem ist, an dem einen Ende war der Rektor und am anderen Ende des Raumes war der Tisch von Haus Grimm. Das heißt, wir haben von vielen Ankündigungen so gut wie nichts mitbekommen, weil es a. entweder zu laut in der Halle war oder b. der Rektor zu leise geredet hat. Wir waren halt einfach viel zu weit weg vom Rektor, um überhaupt irgendwas davon mitzubekommen. Soweit ich das verstanden habe, ist tatsächlich auch einmal einer von Schocher da gewesen, beziehungsweise es waren irgendwelche Wächter da und es wurden irgendwelche Ankündigungen gemacht und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ich musste immer irgendwie nachfragen, so, was hat er jetzt gesagt? Ich habe das nicht verstanden. Kann das noch einer wiederholen? So. Es war halt einfach ein bisschen schwierig, so von der Aufteilung her. Aber das wird ja tatsächlich, die Aufteilung des Schlosses war in diesem Fall ein kleiner Nachteil, wird aber im nächsten Fall ja nicht mehr der Fall sein, weil da natürlich das Schloss anders sein wird. Ne? Also alles, was ich jetzt so quasi an Negativpunkten anbringe, was die Schlossaufteilung bzw. die räumliche Aufteilung angeht, wird im nächsten Jahr ja nicht mehr der Fall sein. Aber es war für mich halt so ein Punkt, wo ich mir schon gedacht habe, das war ein bisschen ärgerlich, weil man einfach wirklich teilweise nichts von dem verstanden hat, was der Rektor davor einem gesagt hat. Primaner-Haus-Party, das heißt so quasi Party der offenen Gemeinschaftsräume. Wir haben vorher ja noch einmal so einen kleinen Haus-Workshop gehabt, wo wir uns alle einmal kurz vorgestellt und kennengelernt haben. Währenddessen, glaube ich, haben die Primaner eine Schlossführung bekommen, so dass die quasi das Schloss einmal kennenlernen
Und nach dem Abendessen wurde dann ja unter langjähriger Nimbus-Tradition die Party der offenen Gemeinschaftsräume gemacht. Will also heißen, jeder Gemeinschaftsraum ist für alle offen und man darf die Primaner bzw. dürfen in jeden Gemeinschaftsraum einmal reinschnuppern, dürfen sich die Häuser angucken und dürfen gucken, ob sie schon mal irgendwo so ihr Favoritenhaus finden. War sehr genial. Wir haben eine Polaroid-Kamera gehabt und haben von unseren Primanern, die wir favorisiert haben, schon mal Fotos gemacht, beziehungsweise von denjenigen, die gerne in unser Haus wollten, haben wir schon mal so Fotos gemacht und haben die an so eine Pinnwand gehangen, weil die Haussprecher ja natürlich im späteren Verlauf für die Hauslese zuständig waren und dann schon mal gucken konnten, welche dann so favorisiert wurden bei uns. War auf jeden Fall sehr lustig. Da war dann auch der ein oder andere Primaner, der von unserem Haus direkt total abgeschreckt war, weil wir waren so ein bisschen das Partyhaus, das Laute, das Rebellische. Und das hat den einen oder anderen vielleicht schon ein bisschen abgeschreckt, aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Und der ein oder andere hat sich natürlich auch direkt bei uns wohlgefühlt, was ich schön fand. An einem Punkt hat tatsächlich ein Primaner meine Mentorin entführt. Kurz interessante Story noch vorweg. Meine Mentorin hatte eine gespaltene Persönlichkeit, hatte also quasi durch einen Feenfluch eine zweite Persönlichkeit abgespalten von ihrer, die so ein bisschen dezent an Luna Lovegood erinnert hat, die halt so ein bisschen kindlicher war. Ich glaube, sie hatte das so erklärt, dass sie in ihrem fünfjährigen Ich einfach hängen geblieben war, sozusagen. Die war dann immer so ganz verträumt und ist dann irgendwie durchs Schloss gelaufen und hat Schmetterlinge gejagt, die sonst kein anderer gesehen hat, und hat irgendwie an Teppichen geschnuppert, weil die nach Zuckerwatte rochen oder sowas in der Art. Versteht ihr ungefähr so, ne? Und das war halt meine Mentorin. So, jeder Schüler hat quasi einen Mentor an die Hand bekommen, wenn er Primaner wird. Und diesen Mentor hat man, wenn man Sekundaner wird, natürlich weiterhin. So. Wenn man selber Tertianer wird, ist man natürlich nur noch Mentor für jemanden. Und meine Mentorin in diesem Fall war halt diese junge Dame mit der gespaltenen Persönlichkeit. Und ja, die ist dann tatsächlich von einem Primaner kurz entführt worden, der ihr seine neueste Kreation an Zaubertränken zeigen wollte. Das war wohl so eine Art Unsichtbarkeitstrank. Sie war natürlich total begeistert davon und ich dachte mir so, ja, okay, geh du mal. Im ersten Moment habe ich mir überlegt, boah, das klingt interessant, ich will das auch sehen. Aber dann wurde ich von irgendwem angesprochen und war dann abgelenkt, und dann war meine Mentorin auf einmal weg. Und da kommt noch mal ein großer Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, denn dieser junge Mann, dieser Primaner, hat meiner Mentorin einen Imperiusfluch verpasst. Ein Imperiusfluch, mal abgesehen davon, dass er gegen den Vertrag von Avalon verstößt, weil, ne, Manipulation des freien Willens und so. Es ist ein Bruch der Weltgesetze. So, das ist nichts, was man eben mit ein paar Jahren im Knast wirklich, ne, zu tun hat. Es werden dann tatsächlich teilweise Urteile gefällt, wie jemandem wird die Zauberkraft genommen. Er darf nie wieder zaubern oder er wird komplett aus der Zauberwelt verbannt oder im schlimmsten Fall sogar Hinrichtung. Also das ist nichts, womit man mal eben so kurz spaßen kann, ne? War demjenigen wahrscheinlich auch nicht so unbedingt bewusst, aber mal abgesehen davon, der Imperiusfluch ist in diesem Lab nicht gern gesehen. Beziehungsweise sämtliche Zaubersprüche von Harry Potter sind in diesem Lab nicht gern gesehen, denn es ist kein Harry Potter Lab. Es ist inspiriert von Harry Potter, aber es ist kein Harry Potter Lab. Das heißt, sämtliche Zaubersprüche, die in Harry Potter verwendet werden, Expelliarmus, Allohomora, Expecto Patronum, alles, was man so kennt, ist in diesem Lab nicht gestattet. Das nur noch mal so nebenbei. Das war so der Punkt, den ich da mal noch ansprechen wollte. Finde ich persönlich ein bisschen schwierig, denn ich hatte auch so meine Probleme damit, mir Zaubersprüche auszudenken. So, gerade wenn es um Duelle geht, darf jeder Zauber, den man spricht, nur einmal eingesetzt werden. Und ich bin, was das angeht, ein etwas zu unkreativer Mensch. Das heißt, wenn ich tatsächlich, ich bin niemals in ein Duell geraten, zum Glück. Aber auch während dem Unterricht, zum Beispiel im Heilkundeunterricht, wurden wir immer wieder gefragt, so ja, wenn es jetzt um die und die Symptome geht, welchen Zauber würdet ihr denn da jetzt anwenden? Und dann kamen immer alle an mit, ja, oh, ich würde jetzt den nehmen oder ich würde jetzt den nehmen. Und ich hatte die noch nie im Leben gehört. Die hatten sich das einfach gerade so in dem Moment ausgedacht, was auch der Sinn des Labs ist, ne? So, dass man quasi improvisiert, so mit dem, was man gerade an Infos hat.
Aber ich persönlich bin da einfach wirklich nicht mitgekommen. Wenn ich jetzt in ein Duell geraten wäre, ich hätte keinen Angriffszauber gekannt. Der einzige Zauber, den ich wirklich kannte, wäre Defendio oder so wenig ähnlich gewesen. Oder Protectio, um mich halt zu verteidigen. Aber das war es auch schon. Das fand ich halt ein bisschen schwierig. Wenn man da wirklich so Zauber von Harry Potter hätte einsetzen können, wäre es mir definitiv einfacher gelaufen. Wäre es für mich definitiv einfacher gelaufen. Weil ich ja natürlich sämtliche Zaubersprüche aus Harry Potter kenne. Also so ein Duell mit Harry Potter Zaubersprüchen wäre überhaupt kein Thema gewesen. Aber eins jetzt mit Zaubern, die man sich gerade so eben mal aus den Fingern saugen muss, wird schwierig für mich. Ich habe mir überlegt, dass ich mir für dieses Jahr vielleicht so ein paar zurechtlege, beziehungsweise generell so ein paar Zauber zurechtlege, weil ich bin Tertianer. Also wenn ich da jetzt nicht mit Zaubern um mich schmeißen kann, ist schon ein bisschen peinlich. Das heißt, weil ich bin halt im dritten Jahr, ne, so im Abschlussjahrgang. Da sollte man schon so ein bisschen was mit Zaubern umgehen können, ne? Aber generell fand ich es eine sehr geniale Mechanik, dass tatsächlich auf Dinge eingegangen wurde, die ihr einfach so eingeschmissen habt. Ich glaube, ich muss das ein bisschen anders angehen. Das nennt sich quasi dieses Bullshitting beziehungsweise Hoch- und Runterspielen von Menschen. Für diejenigen, die schon im Lab ein bisschen länger drin sind, ist das vielleicht auch nichts Neues. Vielleicht wird es im Nordic Lab auch einfach nur anders genannt. Vielleicht gibt es das in anderen auch gar nicht. Ich weiß es leider nicht, weil ich bis jetzt halt noch nicht sehr viel Erfahrung mit Lab habe. Was ich aber sehr genial fand, ist die Tatsache, dass ihr euch mit einem bestimmten Gebiet, auf das euer Charakter euch sich spezialisiert, nicht hundertprozentig auskennen müsst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt doch mal ein Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kräuterkundige seid, so, ne? Dann müsst ihr euch nicht hundertprozentig mit sämtlichen Pflanzen und ihren Wirkungen auskennen, sondern ihr könnt euch einfach irgendwas ausdenken. In dieser Welt ist das, was ihr euch ausdenkt, definitiv so als gegeben hingenommen. Das heißt, wir hatten zum Beispiel unsere Haussprecherin, die sich mit verzauberten Büchern sehr gut auskannte. Das war halt ihr Spezialgebiet. Damit hat sie sich jahrelang befasst und hat es quasi perfektioniert. Da lagen auch so ein paar übrigens überall rum. Das fand ich sehr witzig. Wenn man die aufgemacht hat, hat man auf einmal zum Beispiel so gegenteilig gedacht, beziehungsweise Gegenteile gemacht. Die hat wirklich im Unterricht dann angefangen, über ihre Bücher zu reden und hat sich irgendeinen Scheißdreck ausgedacht, aber es wurde als gegeben hingenommen. Es wurde tatsächlich so hingenommen, als wäre das in dieser Welt ein absolut gegebenes Gesetz und es würde so. Es wäre halt quasi einfach so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dementsprechend könnt ihr euch auch einfach irgendetwas ausdenken, was euer Spezialgebiet ist und könnt denen da Bullshit von vorne bis hinten erzählen. Und von den Lehrern wird das aber tatsächlich dann so hingenommen, als wäre das richtig. Es ist genauso wie mit diesen ausgedachten Zaubersprüchen, die ich euch da erklärt habe. Wir hatten zum Beispiel einmal im Heilkundeunterricht eine Dame, die eine bestimmte Krankheit hatte, wo sich nach und nach ihre Gliedmaßen immer weiter versteift haben. Es war quasi eine fortschreitende Lähmung, die von den Gliedmaßen ausging und sich dann weiter in den Körper quasi hineingezogen hat. Und wenn es am Herzen angekommen wäre, wäre es natürlich vorbei gewesen. Dementsprechend auch so ein bisschen Zeitdruck und so. Und da sollten wir halt herausfinden, A, was ist es? Und B, was macht man dagegen? Ne? Und dann haben wir überlegt. Da kamen dann Krankheitsdiagnosen raus, von denen ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Natürlich auch mit magischem Hintergrund. Und der Lehrer saß die ganze Zeit daneben und dachte so und hat dann so angefangen mit so, ja, sehr guter Ansatz. Aber was haltet ihr denn davon, wenn ihr mehr in die andere Richtung denkt? Und so, ne? Und dann kamen andere Diagnosen, Möglichkeiten und dann ging es, als wir dann herausgefunden hatten, was es endlich war. Ich weiß leider nicht mehr, was es war, dafür ist es leider ein bisschen zu lange her, aber als wir dann herausgefunden hatten, was es war, ging es dann daran, Zaubersprüche zu finden, die dem Ganzen entgegenwirken. Erstmal ging es um Zaubersprüche, die die Lähmung aufhalten bzw. verlangsamen, weil wir wollten einfach ein bisschen Zeit schinden. So, dann haben wir mit Zaubersprüchen um uns geworfen, die die Lähmung verlangsamen können. So, und dann haben wir angefangen, Zauber zu suchen, die das Ganze aufheben können. Das waren alles komplett ausgedachte Dinge. Das war vorher nicht irgendwie geplant, das war reines Improvisationstheater im Endeffekt. Und das wurde halt einfach als richtig und gegeben hingenommen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. So. Ihr könnt also quasi, wenn ihr irgendwo ein Spezialgebiet habt, euch den größten Bullshit ausdenken und es stimmt einfach. Andere gehen darauf ein. Das ist nämlich das Prinzip des Hochspielens. Wenn ihr tatsächlich auf einem Gebiet sehr gut seid, dann präsentiert das auch so. Dann tut so, als wenn ihr wirklich absolut überzeugt und sicher wärt, dass das so ist und dass ihr das herausgefunden habt, dass ihr das studiert habt. Dann wird das von anderen auch so aufgenommen.
und wird auch weiterhin so zelebriert sozusagen. Also wirklich, andere gehen dann darauf ein und erzählen das vielleicht auch noch rum, wie, ja, hier, ey, die Haussprecherin von Grimm, die hat voll die genialen Bücher gemacht und die hat da wirklich so richtig lange mit studiert und die kennt sich da richtig gut mit aus. Und solche Sachen werden dann natürlich noch rumgetragen. Das ist so das Prinzip des Hochspielens. Es gibt natürlich bestimmt auch Charaktere, die so ein bisschen runtergespielt werden möchten, beziehungsweise die dann einfach gerne möchten, dass ihr Charakter ständig in Scheiße gerät oder einfach nur tollpatschig ist und solche Sachen. Und die können dann von anderen Charakteren natürlich auch, ja, sozusagen in die Wege geleitet werden. Und das ist dann das Prinzip des Runter- und Hochspielens. Ich hoffe, ihr habt ungefähr verstanden, was ich damit meine. Finde ich eine ziemlich geniale Sache. Das heißt also, ihr müsst euch nicht unbedingt mit einer Materie hundertprozentig auskennen. Ihr könnt euch einfach irgendwas ausdenken. Und dann ist das so. Und dann seid ihr schon im Spiel drin. Mit Dingen, die ihr euch gerade irgendwo aus der Luft gezogen habt. Das ist im Prinzip, was für viele wahrscheinlich sehr einfach umzusetzen ist, für mich leider nicht. Weil ich, wie gesagt, einfach etwas zu unkreativ dafür bin. Sei es jetzt mit Zaubersprüchen oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Ich muss da eine gewisse Vorplanung haben. Ich kann mir sowas nicht einfach innerhalb von Sekunden irgendwo ausdenken. Deswegen, wie gesagt, bin ich da dieses Jahr vielleicht auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich zum einen von anderen Spielern vielleicht ein bisschen hochgespielt werde, zum anderen mir natürlich meine Planungen zurechtlege und vielleicht schon mal so ein bisschen was im Vornherein vorbereite. Genau, was den Unterricht anging, fand ich ziemlich gut. Nur ein kleiner Nachteil daran ist, dass es bei dem einen oder anderen einfach zu sehr nach Schule sich anfühlte. So, das ist halt eigentlich nicht der Sinn der Sache. So, es soll sich nicht nach rein Schule anfühlen, weil Schule ist für die meisten Stress und langweilig und wollen wir nicht. So, wir wollen Lab und wir wollen Spaß haben. Und wenn dann wirklich 45 Minuten lang rein Vortrag von einem Lehrer ist, ist schwierig. Also wirklich, ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen, ich will auch nicht unbedingt sagen, um welches Fach es ging. Es geht einfach ums Generelle. So. Richtig geil fände ich es, wenn die Schüler mit einbezogen werden. Wir hatten zum Beispiel einen Unterricht, da sind wir rausgegangen in den verbotenen Wald, also in den Düsterwald in dem Falle. Es ist nicht der verbotene, sondern der Düsterwald. Und haben dort eine Chimäre angetroffen. Und sind dann noch überrascht worden, weil ein Wehreber auf uns zugerannt kam. Und mussten dann natürlich aus dieser Situation irgendwie wieder rauskommen. Das sind so Sachen, wo ich Unterricht absolut genial finde. Andererseits gibt es dann Unterricht, wo wir in dem Raum zusammensaßen, der Lehrer uns ständig Fragen gestellt hat und wir aber keine Ahnung hatten, worauf er eigentlich hinaus will. Jede Antwort, die wir genannt haben, war falsch. Keiner ist im Endeffekt wirklich darauf gekommen, was er von uns wollte und er hat wirklich diese 45 Minuten rein mit uns gelabert. Wir haben da gesessen und haben gesprochen. Und das ist sowas, was ich persönlich mega anstrengend fand. Ich habe beim nächsten Mal in diesem Unterricht auch nicht mehr mitgemacht, weil ich mir dachte, es läuft wahrscheinlich wieder auf dasselbe hinaus. Ich weiß nicht, ob es wirklich auf dasselbe hinausgelaufen ist, aber ich hatte da einfach irgendwie keine große Lust mehr drauf. Man kann, nur mal so als kurze Nebeninfo, wenn man in einen bestimmten Unterricht nicht gerne rein möchte, kann man sich mit den Lehrern auch bequatschen, ob man vielleicht in einen anderen Unterricht rein kann. Wenn euch jetzt zum Beispiel Feenkunde unheimlich interessiert, ihr aber leider keinen Wächterpfad nehmen wollt, weil ihr körperlich vielleicht einfach nicht so könnt und wollt, dann fragt einfach nach, ob ihr stattdessen einen anderen Unterricht in dieser Zeit ausfallen lassen könnt und dann mal in Feenkunde reinschnuppern könnt. Das ist überhaupt kein Problem. Die Leute wollen, dass ihr an diesem Lab Spaß habt und das könnt ihr nur, wenn ihr wirklich auch das machen könnt, was ihr spaßig findet. Und das fand ich halt so, da war ich so ein ganz kleines bisschen enttäuscht drüber, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn da habe ich tatsächlich mit einer unserer Haussprecherinnen auch nochmal OT, also als Yari quasi drüber gesprochen, dass das nicht der Sinn der Sache ist. So, es soll halt sich nicht anfühlen wie Schule. Das war tatsächlich auch der einzige Unterricht, in dem wir Hausaufgaben aufbekommen haben, die wahrscheinlich keiner gemacht hat, aber trotzdem. Ich habe in keinem anderen Unterricht Hausaufgaben bekommen, aber es soll sich einfach nicht unbedingt wie Schule anfühlen, weil das ist was, was man einfach nicht mag und nicht möchte. Es kann sein, dass ältere Leute tatsächlich gerne mal wieder dieses Schülerfeeling haben möchten, ist auch vollkommen in Ordnung, aber dann sollte man es im besten Fall nicht so gestalten. Das fand ich halt wirklich, wie gesagt, ein bisschen schade daran, weil man hätte gerade aus diesem Unterrichtsfach unglaublich viel rausholen können. Das fand ich halt wirklich extrem schade. Nach dem Unterricht gab es dann natürlich immer sehr viel Freizeit und sehr viele Plots, die sich dann natürlich entwickelt haben. Unter anderem war ein sehr, sehr großer Plot, der Stempel des Pedells. Der Pedell ist der Hausmeister und der hat einen Stempel, mit dem er immer
stempelt. Witzig. Mit dem man natürlich dann immer wichtige Dokumente abstempelt oder zum Beispiel auch Dokumente fürs Nachsitzen und so ein Kram. Und dieser Stempel war auf einmal weg. Dazu muss gesagt werden, es ist ein sehr großes Verbrechen, den Stempel des Pedells zu stehlen, denn zwischen dem Pedell und seinem Stempel herrscht eine ähnliche Verbindung wie zwischen einem Zauberer und seinem Zauberstab. Und das ist eine Verbindung, die man nicht einfach so leichtsinnig durchtrennen darf, beziehungsweise überhaupt generell trennen darf. So, jetzt wurde dieser Stempel aber gestohlen. Ich bin tatsächlich in diesen Plot mit reingeraten, weil ich von einem gefragt wurde, OT, also wieder außerhalb des Spiels, hier möchtet ihr in den Plot mit rein, ihr könntet diejenigen sein, die den finden. So, er wurde halt tatsächlich von jemandem gestohlen und wurde aber einem von unserem Haus quasi untergejubelt. Der Stempel wurde also, soweit ich das verstanden habe, von jemandem aus Haus Flamel in das Zimmer von einem aus unserem Haus gelegt und wir sollten diejenigen sein, die den dann quasi finden und diesen Plot dann quasi ins Rollen bringen. Fand ich gut, also ich und meine Mentorin wohlgemerkt, sollten den dann finden. Fand ich gut, das heißt, ich wäre endlich mal irgendwie in einem etwas größeren Plot drin. Fand ich gut, fand ich toll. Und dann haben sich die Dinge aber irgendwie überschlagen. Anscheinend war da wirklich schon irgendwie eine größere Planung im Gange. Und uns wurde gesagt, ja, ihr müsst euch dann jetzt schnell entscheiden, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr euch schnell zeigen, wo der ist. Und dann müsst ihr ins Lehrerzimmer gehen und der sagen, dass der gefunden ist. So, haben wir gemacht. Er hat uns in sein Zimmer geführt, hat uns gezeigt, da oben ist er. Jetzt geht ins Lehrerzimmer, sagt ihr, dass ihr den gefunden habt. Gut, haben wir gemacht. Im Lehrerzimmer schon totaler Aufruhr und unsere Lehrerin direkt, ja, was wollt ihr, was wollt ihr? Ich so, ja, wir haben den Stempel gefunden. Beziehungsweise meine Mentorin hat den Stempel gefunden. Sie direkt, oh mein Gott, was, was, was? Und alle im Lehrerzimmer schon direkt so, oh, was? Der ist gefunden worden. Und dann lauft, lauft, lauft. Und wir dachten uns nur so, was zum Henker geht denn jetzt hier ab? Was ist los? Das war vollkommen unübersichtlich. Es war total stressig in dieser Situation. Und es war ganz, ganz, ganz fürchterlich für mich, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert. Es wurde auch nichts erklärt. So, uns wurde einfach nur gesagt, ja, schnell lauft jetzt dahin, wo der ist. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, worauf das Ganze hinauslaufen sollte, warum wir den finden sollten. Wobei, doch, natürlich, es klingt ja sinnvoll. Wenn jemand aus Haus Grimm den Stempel findet und das demjenigen, dem Lehrer dann sagt, legt das ja natürlich nahe, dass niemand aus Haus Grimm den gestohlen haben kann, weil wir würden niemals unsere eigenen Leute verpfeifen. Ne? Dementsprechend wäre das quasi so der Anreiz dafür gewesen, von den Lehrern zu glauben, dass Haus Grimm wahrscheinlich nicht diesen Stempel gestohlen hat. So, jedenfalls, diese Stempelgeschichte war eine sehr, sehr große. Es ging dann auch noch vors Tribunal. Das Tribunal ist sowas wie das Gericht der Schule, das dann entscheiden sollte, was mit demjenigen passiert, der den Stempel gestohlen hat. Es sind etliche Stunden lang draufgegangen für diesen einen Plot. Es wurden Befragungen durchgeführt, es wurden Tribunalssitzungen geführt, es wurde unglaublich viel Spiel generiert von diesem einen einzigen Plot. Das Problem allerdings war, dass am Ende niemand gefunden wurde, der ihn tatsächlich gestohlen hat. Das lag daran, dass sich OT außerhalb des Spiels niemand gemeldet hat, der ihn gestohlen hat. Das heißt, er wurde tatsächlich heimlich von irgendwem gestohlen, aber niemand hat sich gemeldet, der es getan hat. Selbst wenn es eine OT-Info geblieben wäre, also wenn es eine Spielinfo außerhalb des Spiels geblieben wäre und in Time innerhalb des Spiels keinerlei Konsequenzen gefolgt wären, ne, hat er das trotzdem nicht gesagt. Und das ist was, was ich fürchterlich schwierig finde, wenn die Spieler alleine den Plot machen. Das heißt, die Tribunalsvorsitzenden, da sind auch einige Schüler mit inbegriffen, haben Stunden damit verbracht, diese Tribunalssitzungen zu führen, Protokolle zu führen, haben Stunden an Spiel verloren, im Endeffekt, weil sie in diesen Tribunalssitzungen saßen und nichts dabei rumgekommen ist. Das war für diejenigen fürchterlich ärgerlich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und da ist dann auch die ein oder andere Beschwerde im Nachhinein dann natürlich eingegangen, was ich mir auch vorstellen kann. Das ist aber, wie gesagt, eines der kleinen Nachteile daran, wenn allein die Spieler den Plot machen. Es können natürlich auch wahnsinnig großartige Plots daraus entstehen, wie zum Beispiel der, den wir hatten in unserem Haus, den ich auch nicht richtig mitbekommen habe, weil ich nirgendwo so ganz dabei war, sondern immer nur irgendwo so halb. Es war irgendwie so eine Verbindung zwischen der Kräuterkundelehrerin, Professorin von Faust und unserem Rektor und einer Blume. Einer Blume, die die Schöne und das Biest mäßig unter einem Glas stand, irgendwie was mit einem Fluch zu tun hatte. Ne? Das war ein
großartiger Plot, den ich euch jetzt leider nicht erklären kann, weil ich, wie gesagt, nicht hundertprozentig involviert war. Aber es ging um Liebe, es ging um Verrat, es ging um Freundschaft, es ging um Rettung in letzter Sekunde. Und es war einfach großartig. Es war ein unfassbar guter Plot und ich habe ihn geliebt. Und das war auch der Knackpunkt. Da wir in Haus Grimm den Plot gelöst haben, haben wir einen riesigen Batzen an Hauspunkten dafür bekommen. Eigentlich hauptsächlich vom Rektor, weil der war der Einzige, der davon, beziehungsweise der war tatsächlich derjenige, der am meisten von dieser Geschichte profitiert hat. Apropos Rektor, es gab da eine kleine Verbindung, die sich dann nannte die Räubertöchter. Die Räubertöchter sind eine Art Zusammenschluss aus Schülern, die sehr gerne Mist bauen und Streiche spielen und einfach nur generell für Aufruhr in der Schule sorgen. Dieser Zusammenschluss hat offiziell an der Schule nicht mehr existiert, weil er irgendwann in den letzten Jahren verboten wurde. Unter der Hand hat er natürlich weiter existiert. Das ist auch so eine Geschichte, in die ich mich im Nachhinein so ein bisschen reingeschmuggelt habe, denn ich habe ja OT, wie gesagt, mit unserer Haussprecherin einmal so ein bisschen über den Unterricht gelabert und darüber, dass nun mal Unterricht nicht unbedingt wie Unterricht sein sollte, mit 45 Minuten anlabern und sowas. Und da kam dann zu sprechen, dass die irgendwann in der Nacht, so zwischen 1 und 2 Uhr, noch einen großen Räubertöchterplot haben. Und ob ich da denn mitmachen wollte. So, ja, klar, natürlich. So müde war ich sowieso noch nicht. Die Plots gingen immer bis spät in die Nacht. Und dann dachte ich mir so, ja, geil, mache ich halt mal mit. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass der Plan war, mittels einer Androidin und unserer Hauswächterin, Frau Professor Ludwig, die ja dann Technomantiklehrerin wurde, war übrigens auch unsere Hauswächterin. Jedes Haus hat zwei Hauswächter, also Lehrer quasi als Hauswächter. Und unsere Hauswächterin hat sich dann die Androidin geschnappt, weil die uns helfen sollte, in das Schlafgemach des Schulleiters zu kommen, damit wir einen Zauber über den Schulleiter legen konnten, der ihn am nächsten Tag als Frau zum Frühstück erscheinen lassen sollte. Was ich unfassbar genial fand. Es war tatsächlich das absolut spannendste und aufregendste, was ich während dieses gesamten Labs gemacht habe, abgesehen von der Hauspokalverleihung, die war auch noch mal sehr aufregend. Ich verstricke mich hier in Anekdoten über die verschiedenen Plots, es tut mir leid, aber ich wollte euch das ungerne vorenthalten. Dementsprechend, ja, es wird ein langes Video. Wir haben uns irgendwann im Gemeinschaftsraum von Grimm getroffen, da die Räubertöchter irgendwie zu 90% aus Grimm-Schülern und Schülern bestanden. Die Räubertöchter waren übrigens nicht nur weiblich, es können auch männliche Vertreter zu den Räubertöchtern gehören. Wir haben uns im Grimm-Gemeinschaftsraum getroffen und haben uns natürlich nach der Sperrstunde, denn es war schon 1 Uhr, rüber Richtung Lehrerzimmer geschlichen. Mit unserer lieben Androidin natürlich. Die Androidin war in Haus Molin und hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, uns dabei zu assistieren. Gut, wir waren im Lehrerzimmer angekommen, zum Glück war noch keiner da. Wir haben Leuchtstäbe überreicht bekommen. Sie sollten quasi als Katalysator dafür dienen, dass unsere Magie darin eingespeichert wird und wir der Androidin dann quasi einen Teil unserer Magie übergeben, dass sie quasi daraus einen Zauber spinnt, der es uns erlaubt, an dem Schutzschild bzw. dem Schutzzauber, der das Schlafgemach des Rektors umgibt, durchschreiten können. Problem an der ganzen Sache war nur, wir hatten gerade die Katalysatoren, diese Leuchtstäbe, ausgehändigt bekommen, als wir auf dem Flur Schritte hörten. Das war schon der erste Moment, wo mein Herzklopfen irgendwo hier oben hing und ich mir dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, wir haben uns dann im dunklen Nebenraum versteckt. Der Nebenraum war quasi so ein Teil vom Lehrerzimmer. Wir haben die Tür geschlossen, es war stockdunkel. Wir haben da gesessen, haben uns irgendwo in dem Raum versteckt, für den Fall, dass jemand reinkommen sollte, dass er uns nicht direkt sieht, und haben da gesessen und haben gezittert. Und dachten uns so, oh mein Gott, nein, wenn die uns erwischen, sind wir tot. Wenn die uns erwischen, sind wir tot. Oh mein Gott, es war unfassbar aufregend. Ich habe dummerweise, weil ich so aufgeregt war, meinen Leuchtstab schon geknickt und er hat schon geleuchtet. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, nein, er nimmt meine Magie schon auf. Und es war so in Character. Versteht ihr? Ich war wirklich sowas von aufgeregt und war so in der Rolle drin, dass ich mir dachte so, oh mein Gott, nein, was habe ich denn jetzt getan? Oh mein Gott, nein, wenn wir erwischt werden, wir sind alle tot. Oh mein Gott. Es war so unfassbar genial. Und tatsächlich hat eine derjenigen, die mit uns dabei war, irgendwas umgeschmissen. Und dann hörte man im Nebenraum auf einmal, wie die Gespräche aufhörten. Und man hörte irgendwas so, was ist das?
Und wir so, nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Und da hatte tatsächlich so, das war halt nicht geplant, das war halt ein Versehen, dass sie das da runterschmiss. Und das war halt so nochmal so ein Hüpfer, so ein Herzklopfhüpfer in dem Moment. Als derjenige, ich glaube, es war tatsächlich sogar der Pedell, der dann da im Lehrerzimmer erschienen ist, als er endlich weg war, konnten wir unseren Zauber natürlich weiterspinnen. Unsere Lehrerin war bei ihr und hat sie dabei unterstützt, diesen Zauber aufrechtzuerhalten. Und wir alle anderen sind dann hoch in das Schlafgemach des Rektors, wo er geschlafen hat, und haben den Zauber gesprochen. Wir haben jeden Zauber einzeln formuliert. Einmal, dass er natürlich mit einem wundervoll weiblichen Körper unten beim Frühstück erscheinen wird. Dann, dass er wunderbar wallendes, langes Haar haben wird. Dass er ein wunderschönes Röckchen tragen wird. Und solche Sachen. Dass er natürlich auch ein sehr weibliches Auftreten, einen sehr weiblichen Gang haben wird. Solche Sachen. Das waren alles so einzelne Zauber, die wir auf ihn draufgelegt haben. Und dann war es das. Dann sind wir natürlich wieder gegangen und am nächsten Tag war dann so die Überraschung. Wir waren bis, ich glaube, 3:30 bis 3 oder 3:30 waren wir da noch unterwegs und haben diesen, haben quasi diesen Masterstreich ausgeführt und ich war vollkommen K.O. Ich habe mir aber gesagt, so am nächsten Tag musst du beim Frühstück erscheinen. Du musst definitiv unten beim Frühstück erscheinen, weil du willst sehen, wie der Rektor in Frauenkleidung da erscheint. Und dann ist er am nächsten Tag tatsächlich in Frauenkleidern da erschienen. Die Gesichter der anderen waren sowas von göttlich. Es war einfach genial. Das Problem war nur, dass wir danach ungefähr 2 Stunden später alle, die daran beteiligt waren, ins Lehrerzimmer zum Rektor gerufen wurden und die Konsequenzen natürlich tragen mussten. Das Geile daran war, der Rektor war mit 2 Lehrern, glaube ich, noch in dem Zimmer und natürlich unsere Hauswächterin, hat uns natürlich erstmal eine ordentliche Standpauke gehalten, beziehungsweise in erster Linie unsere Haussprecherin, weil die ja die quasi die Leiterin der Räubertöchter ist und er da dann natürlich auch herausgefunden hat, dass die Räubertöchter weiter existieren. Unsere Hauswächterin hat natürlich die größte Standpauke bekommen. Nachdem er uns die Standpauke gehalten hat, hat er aber die Lehrer rausgebeten und da begann dann die eigentliche Magie. Als die draußen waren, er war übrigens immer noch in seiner wunderschönen Frauenkleidung und seinem wunderbar wallenden Haar. Als die Lehrer raus waren, fiel auf einmal diese ernste Miene von ihm ab. Er fing an zu grinsen und meinte, das war das Beste, was ihr jemals getan habt. Er hat es gefeiert. Er hat es absolut gefeiert, was wir gemacht haben. Und das war so genial. Es war wirklich so, wir haben die ganze Zeit gefiebert und gebangt und haben gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Scheiße, wir sind aufgeflogen. Oh mein Gott, das ist alles vorbei. Wir fliegen definitiv von der Schule. Und dann schickt er die Lehrer raus und meint so, das war absolut genial. Und wir dachten so, was? Wie? Wo? Warum? Hä? Und er hat es einfach gefeiert. Er hat es richtig gefeiert. Obwohl er derjenige war, der diesen verdammten Streich abbekommen hat, hat er es richtig gefeiert. Und natürlich hat er gesagt, er durfte uns nicht ohne Strafe davonkommen lassen. Wir wurden nicht von der Schule geworfen, aber wir haben eine Strafe bekommen, die sich gewaschen hat. Was die Hauspunkteverleihung anging, gab es so die ein oder anderen Schwierigkeiten tatsächlich, dadurch, dass die Schüler immer diejenigen waren, die die Hauspunkte aufgeschrieben haben. Da gab es dann so die ein oder anderen, die dann vielleicht auch gerne mal den ein oder anderen Punkt ihrem Haus mehr aufgeschrieben haben. Die sind dann dafür zuständig, dass im Unterricht sämtliche Hauspunkte, die der Lehrer vergibt oder abzieht, natürlich aufgeschrieben werden. Und irgendwo ging das Gerücht um, dass einige tatsächlich ihrem Haus dann mehr Punkte gegeben haben oder weniger abgezogen haben oder wie auch immer. Was natürlich ziemlich unfair ist. Abgesehen davon gab es wohl irgendwie eine große Geschichte, dass die Professorin von Faust in etwas angetrunkenem Zustand ihrem Haus unverschämt viele Punkte zugeteilt hat. An einem Abend, was natürlich auch nicht geht. Das gibt, was die Hauspunkte angeht, noch so die ein oder andere Schwierigkeit. Vielleicht finden Sie dafür noch ein ordentliches System, dass das Ganze dann auch funktioniert. Im Endeffekt waren einige tatsächlich sehr unzufrieden mit diesem Hauspunktesystem.
Ich habe tatsächlich nur Hauspunkte dafür abgezogen bekommen, dass ich einmal den ein oder anderen Lehrer auf dem Flur nicht gegrüßt habe, wie es sich normalerweise gehört, und einmal innerhalb der Unterrichtszeiten ohne Robe auf dem Flur durch die Gegend gelaufen bin. Während der Unterrichtszeiten muss die Robe leider immer getragen werden. Das ist nun mal Schulregel und Gesetz, und das habe ich leider nicht getan, deswegen hatte ich Punkte verloren. Ja. Was aber dem Ganzen keinen Abbruch getan hat, dass ganz am Ende die Hauspunkte verteilt bzw. der Hauspokal verliehen wurde, das war tatsächlich das, was neben diesem Plot mit dem Rektor und seinem äußerst weiblichen, wunderschönen Erscheinungsbild, das war das, was für mich den emotional abgefahrensten Moment in dem ganzen Lab ausgemacht hat. Die Hauspunkteverleihung, die Hauspokalverleihung, verdammt nochmal, jetzt habe ich es schon zum fünften Mal falsch gesagt. Die Hauspokalverleihung fing natürlich dann damit an, dass der Ball, naja, ich sag mal, beendet wurde, quasi so der In-Time-Ball wurde beendet. Und dann fing der Rektor schon mal damit an, dass er sein Amt niederlegen wird und dass der Pedell jetzt vorerst einmal Schulleiter ist, was ich auch schon so emotional gesehen extrem aufwühlend fand. So, ich hatte echt richtig Pipi in den Augen, als er gesagt hat, er würde gehen, weil man gerade durch diesen Streich und dass er diesen Streich so gefeiert hat, hat man den Schulleiter unglaublich lieb gewonnen in dem Moment. Und man wollte einfach nicht, dass er geht. Und ich fand das extrem schade in dem Moment. Seit 20 Jahren Rektor an dieser wunderbaren Schule und habe in den letzten 3 Tagen vieles erlebt. Schöne und schwierige Momente, emotionale Hochs und Tiefs. Ich habe die Liebe meines Lebens wieder getroffen und wieder verloren. Deshalb lege ich hiermit ab sofort. Und abgesehen davon gab es danach dann natürlich die Hauspunkteverteilung. Und wir haben ja eigentlich schon damit gerechnet, Haus Flamel würde gewinnen, weil Haus Flamel gewinnt immer. Dann beginnt ja traditionell gesehen der fünfte Platz, der wird als erster genannt. Und dann kommen die Haussprecher immer auf die Bühne und präsentieren ihre Verlierer, beziehungsweise beim Ende natürlich die Gewinnerreden. Die Überraschung des Tages war jetzt erstmal. Und auf dem fünften Platz mit insgesamt 346 Punkten befindet sich Haus Flamel. Das heißt, diejenigen, die sonst immer auf dem ersten Platz waren, waren dieses Mal ganz unten. Auf dem letzten. Das war schon was, was ich unglaublich gefeiert habe und wo ich mir dachte, so, okay, selbst wenn wir nicht gewonnen haben, haben wir jetzt trotzdem gewonnen, weil wir sind vor Flamel. Besser kann es nicht werden. Auf dem vierten Platz mit insgesamt 360 Punkten befindet sich Haus Molly. Auf dem dritten Platz mit 363 das Haus, das auch dafür gesorgt hat, dass bei mir Zucht, Ordnung und Disziplin vorherrscht. Haus Faust. Haus Faust! Auf dem zweiten Platz konnten ja jetzt nur noch wir, Haus Grimm oder Krabat sein. Und wir haben uns selbst festgelegt, dass falls Krabat auf dem zweiten sein sollte, sprich wir tatsächlich auf dem ersten Platz sein sollten, wir nicht anfangen zu jubeln. Weil dann würden wir ja für Krabat jubeln. Und wir würden einfach nur ganz still und gefasst da stehen bleiben. Kommen wir nun zu dem zweiten Platz mit insgesamt
und 71 Punkte. Haus Krabber. Es hat nicht geklappt. Es hat bei mir definitiv nicht geklappt. Denn als das zweite Haus genannt wurde und der Bedell tatsächlich Krabbert sagte, waren bei mir einfach alle Dämme gebrochen. Ich konnte es nicht fassen. Haus Grimm, das Haus, was das Haus der Prankster, der Rebellen, der Regelbrecher war, das war der absolute Wahnsinn. Wir haben immer verloren. Das Haus hat immer wirklich auf dem letzten Platz, also nicht immer, aber wirklich die letzten Jahre immer auf dem letzten Platz gestanden. Und jetzt haben wir tatsächlich den fucking Hauspokal gewonnen. Auf dem ersten Platz. Mit einem Abstand von 68 Punkten. Somit 304. 39 Punkte. Haus Grimm. Das war der genialste Moment in meinem ganzen Leben. Wirklich. Das war so emotional, es war so aufwühlend und wir haben so geschrien und uns so gefreut. Das war wirklich unnormal. Unsere Haussprecher haben oben auf der Bühne absolut den Vogel abgeschossen. Das Witzige an dieser Geschichte ist, dass die keine Reden vorbereitet hatten. Unsere Haussprecher waren so beschäftigt mit allem anderen drumherum, dass die keinerlei Rede vorbereitet hatten. Das war alles 100% improvisiert von denen. Das fand ich unfassbar genial. Und durch die Tatsache, dass sie natürlich auch nochmal im gesamten Nimbus dann dieses Gemeinschaftsgefühl geschürt haben, war es einfach unglaublich klasse. Ich fand das richtig, richtig geil. Abgesehen von der Tatsache natürlich, dass wir den verdammten Hauspokal gewonnen haben. Und das Geniale daran war tatsächlich der Abstand. Wir haben, glaube ich, 64 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten gehabt. Apropos Zweitplatzierter. Haus Krabbert hatte tatsächlich das einzige Duo mit zwei Haussprechern, also zwei männlichen Haussprechern, die auf die Bühne traten und meinten so, ja, verdammt, wir haben eigentlich nur eine Gewinnerrede vorbereitet. Wollt ihr die hören? Dann haben die einfach ihre Gewinnerrede rausgehauen und haben dann so einen imaginären Pokal hochgehalten, der, glaube ich, irgendwann dann ein Bierglas war, weil er dann irgendwie ein Bierglas in die Hand gedrückt bekommen hat und dann, hier ist das Ding! Das war echt ziemlich genial. Und das war natürlich so der krönende Abschluss meines allerersten Labs. Es war unglaublich. Ich weiß echt nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war so ein genialer Moment. Ich war einfach hin und weg. Ich kann die Gefühle, die ich da hatte, eigentlich kaum beschreiben. Und es war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Das Geile daran ist, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, für diesen Streich am Schulleiter haben wir Hauspunkte bekommen. Er hat uns tatsächlich dafür, dass wir in sein Schlafgemach eingebrochen sind und ihn mit einem Zauber belegt haben, der sein Geschlecht wechselt. Dafür hat er uns Hauspunkte gegeben. Ich glaube, wir sind das einzige Haus, das jemals Hauspunkte dafür bekommt, dass wir dem Schulleiter einen Streich gespielt haben. Das war absolut faszinierend. Und das war das, was wir so am Ende in unserem Gemeinschaftsraum auch nochmal besprochen haben. Wie aberwitzig das ist, dass gerade unser Haus dieses Jahr diesen Hauspokal gewonnen hat und dann auch noch mit so einem Punkteabstand. Ich schweife wieder ein wenig ab, ich weiß, ich verstricke mich hier so ein bisschen in diese Geschichte, aber es war unfassbar geil. Wenn das Ganze um 23 Uhr nach dem Ball oder vielmehr während dem Ball beendet wird, also Stefan kommt dann quasi auf die Bühne und verkündet feierlich, dass gegen 23 Uhr das Spiel dann wirklich offiziell beendet ist,
oder gegen 12 auf jeden Fall irgendwann im Laufe des Abends. Und danach beginnt dann quasi das sogenannte Debriefing. Es ist so, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es wirklich so genannt wird, aber ich weiß, dass es so etwas gibt, dass euch Räume zur Verfügung gestellt werden, in denen ihr euch in kleinen Grüppchen zusammenfinden könnt und einfach über das Geschehene der letzten Tage reden könnt. Das ist für viele wirklich sehr wichtig, um auch wieder ein bisschen aus der Rolle rauszukommen, aus diesem ganzen Lab, aus diesem gesamten Spiel wieder rauszukommen, weil gerade emotional gesehen hat euch das sehr, sehr, sehr in die Rolle hineingebunden. Und für manche kann es tatsächlich ein bisschen schwierig sein, da wieder richtig rauszufinden. Für mich persönlich war es jetzt nicht so wirklich schwierig, muss ich zugeben. Einfach weil ich mich nie wirklich in die Rolle hundertprozentig hineingefunden habe. Ich hoffe, dass es dieses Mal ein bisschen anders sein wird. Aber genau deshalb war es für mich halt nicht so extrem schlimm. Es war aber wirklich schön, mit anderen einfach nochmal darüber zu reden, was in den letzten Tagen so alles passiert ist. Man hat natürlich dann auch nochmal andere Sichtweisen auf die Sache erfahren, hat andere Geschichten erfahren, die passiert sind. Mein Freund hat das auf jeden Fall ausgiebig genutzt. Der hat sich tatsächlich in den Raum mit so ein paar Leutchen zurückgezogen und hat mit denen nochmal über die Tage gequatscht. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein super gutes Angebot für alle Leute, die wirklich am Ende nochmal so ein bisschen eine Möglichkeit brauchen, um aus dem Ganzen wieder ein bisschen rauszukommen, um wieder so ein bisschen runterzukommen. Ne? Dafür finde ich das auf jeden Fall mega gut. Das ist was nach dem Lab auf jeden Fall angeboten werden wird. Natürlich finden sich so oder so überall Grüppchen, die dann anfangen miteinander zu quatschen und außerhalb des Charakters, denn das Spiel ist ja nun mal jetzt vorbei, die Charaktere existieren ab da quasi nicht mehr, also schon noch, aber nicht mehr in diesem Umfeld in dem Moment. Da gibt es dann natürlich sehr viele Leute, die nochmal über ihre Rollen sprechen, die auch nochmal jetzt außerhalb des Charakters aufeinander zukommen. Es ist zum Beispiel super interessant, wenn man eine unglaublich strenge Lehrerin hatte, die ganze Zeit Hauspunkte abgezogen und mega streng gewesen ist, die dann außerhalb ihrer Rolle kennenzulernen und sie zu umarmen und ihr zu danken und sie einfach mit ihr zu lachen und Spaß zu haben. Das ist ein ziemlich geniales Gefühl, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich fand es ziemlich genial. Also es ist, wie gesagt, eine richtig, richtig tolle Sache, dass das da dann auch noch angeboten wird. Danach war das Lab dann mehr oder weniger auch vorbei und es gab nur noch so ein bisschen Ausklingparty. Wenn es tatsächlich danach noch weitergegangen wäre, hätte ich mit Sicherheit diesen kleinen Ruheraum in Anspruch nehmen müssen. Da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Es gibt so einen kleinen Raum, in dem ihr quasi hingehen könnt, wenn euch das Ganze emotional zu sehr mitnimmt. Ich bin in diesem Raum nicht drin gewesen, deswegen kann ich euch nicht genau sagen, wie das abläuft. Aber ich weiß, dass es diesen Raum gibt, in dem es sehr gemütlich, sehr muckelig ist, in dem ihr Knabbereien und Schokolade und was zu trinken und vor allem jemanden zum Reden findet. Wenn euch das wirklich, wie gesagt, emotional zu sehr mitnimmt. Es gibt manchmal Momente, da bricht man in Tränen aus und weiß überhaupt nicht, warum eigentlich. Es gibt Momente, in denen ihr Gefühle verspürt, die ihr so nicht kanntet und von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie empfindet, beziehungsweise warum ihr sie gerade empfindet. Und wenn ihr sowas merkt, bevor ihr dann irgendwie emotional komplett zusammenbricht, geht in diesen Raum. Nehmt diesen Raum in Anspruch, da wird jemand sein, der euch zuhört, der euch Hilfestellung geben kann, der euch auch mal knuddeln kann, wenn ihr das gerade in dem Moment braucht. Und dann nehmt euch einfach mal eine Auszeit. Ihr könnt da 10 Minuten drin bleiben, ihr könnt eine halbe Stunde oder eine Stunde drin bleiben, ihr könnt auch länger drin bleiben. Und das ist wirklich was, was jeder, dem das Ganze zu emotional und zu viel wird, auch in Anspruch nehmen sollte. Ihr müsst euch für nichts schämen. Ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, dass das irgendwie unnormal sei. Das ist tatsächlich ein sehr emotional aufwühlendes Lab. Und das ist so das Spannende an diesem Lab. Es ist tatsächlich sehr emotional. Es ist eine Zauberschule. Es ist eine Teenager-Schule. Und es gibt viele Teenager-Dramen, die sich da abspielen. Es ist auf jeden Fall unfassbar interessant. Auch wenn ich jetzt den einen oder anderen Nachteil genannt habe und mit Sicherheit noch irgendwas vergessen habe, es war ein unfassbar geniales Event. Es waren richtig geniale Tage. Ich habe unfassbar nette und wundervolle Menschen kennengelernt. Es war wundervoll. Es ist egal, wie viel Negatives ich gesagt habe. Es könnte nicht so negativ sein, dass ich sagen würde, ich würde nie wieder hingehen. Wir haben auch direkt überlegt, gehen wir nächstes Jahr wieder hin. Es ist gar nicht die Frage, ob wir wieder hingehen, sondern einfach nur wann. Es ist keine Frage, dass ich das jederzeit wieder machen würde.
Es war eine unglaublich geile Zeit, ich möchte sie nicht missen und es war wirklich tatsächlich eine der genialsten Zeiten meines Lebens. Ich kann nur jedem ans Herz legen, es einmal zu versuchen. Klar, die Organisation mag vielleicht noch nicht ganz ausgereift sein, das eine oder andere war vielleicht noch ein bisschen holprig, aber ich bin mir sicher, dadurch, dass das das allererste Mal war, dass dieses LARP stattgefunden hat, dass die Orga da auch noch den einen oder anderen Punkt finden wird, den sie ändern kann. Und generell möchte ich nochmal sagen, dass die Orga da wirklich unfassbar viel Arbeit reinsteckt. Mal abgesehen davon, dass sämtliche Charaktere von der Orga geschrieben werden, sämtliche Vor- und Nachbereitungen des LARPs von der Orga gemacht werden, das Schloss wird ausgestattet, die NSCs werden vorbereitet, sämtliche Requisiten werden in irgendeiner Form jederzeit bereitgehalten und wenn ihr irgendwelche Dinge für bestimmte Plots braucht, seien es jetzt irgendwelche Dämonenbeschwörungen oder irgendwelche Drachenzähmungen oder Werwolfjagden oder was auch immer, wenn ihr das an die Orga rantragt und irgendetwas braucht, dann wird sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um euch das irgendwie möglich zu machen. Und das habe ich auch unglaublich gefeiert. Die Orga hat, glaube ich, auch viel zu wenig Dank bekommen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank an die Orga. Und das, was die Orga und die NSCs da auf die Beine gestellt haben, ich bin einfach vollkommen überwältigt. Vor allem auch nochmal ein riesen, riesen Dank und Props an die NSCs. Eine der Chimäre, die wir da in dem einen Unterricht besucht haben, es war Februar, wohlgemerkt, es lag Schnee und es war so eine dicke Eisschicht auf dem Boden. Und diese Chimäre lief nur mit Hose bekleidet darum. Nur. Keine Schuhe, kein Oberteil, nichts. Es war männlich, wohlgemerkt, deswegen ging oben ohne. Aber sie lief wirklich barfuß durch dieses Eis, nur mit so einer Fellhose bekleidet. Und ich habe mir gedacht, meine Fresse, bitte lass dieses arme Tier wieder reingehen. Es friert sich doch sonst die Füße ab. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Es war ein unfassbar langes Video, es tut mir sehr leid und ich hoffe, ich habe alles Wichtige angesprochen. Für den Fall, dass ihr noch irgendetwas wissen möchtet, euch noch irgendwas einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt irgendwas vergessen. Ich bin mir sicher, ich habe nicht alle Punkte angesprochen, die ich gerne ansprechen möchte. Für den Fall, das kommt auf jeden Fall auch später nochmal ein neues Video. Was ich ja jetzt fast vergessen hätte, war, dass ich euch die Hausrufe ja noch präsentieren wollte von den verschiedenen Häusern. Dafür gehe ich einmal die Hauspunkte-Reihe von hinten nach vorne durch, angefangen mit Haus Flamel. Der Hausruf des Hauses Flamel war: Im Blute die Wahrheit, im Herzen die Unsterblichkeit. Fand ich ziemlich cool, weil es irgendwie auch so ein bisschen zu diesem Geheimnisvollen, zu diesem Noblen des Hauses gepasst hat. Und ich kann euch gerne auch einmal ganz kurz einblenden, wie das Ganze sich anhört, wenn es denn gerufen wird. Achtung, Achtung! Im Blut die Wahrheit, im Herzen die Unsterblichkeit! Das Video, aus dem ich diese kleinen Ausschnitte herausgenommen habe, ist ein Video, das auf Facebook tatsächlich auch zu finden ist. Das ist von den Orga-Personen aufgenommen worden während der Hauspunkteverleihung, was ich ziemlich cool fand. Also das sind so quasi die Aufnahmen der Sieger- bzw. Verliererreden. Weiter geht es dann mit Haus Molin, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, welche Reihenfolge das jetzt wirklich war. Aber ich meine, Haus Molin war auf Platz 4. Haus Molin hatte den Ruf, Blut bindet, Treue eint. Irgendwie ist das, glaube ich, fast eins zu eins das, was im Englischen gerufen wird. Blood makes us related, loyalty makes us family. Ja, eigentlich ist es ziemlich genau das, nur halt auf Deutsch. Aber finde ich ziemlich cool und passt auch sehr, sehr, sehr gut zu Molin, finde ich. Ich liebe euch! Blut bindet, Treue eint! Dann Haus Faust. Dazu muss man vielleicht sagen, die Hausrufe waren ja immer sozusagen zweigeteilt. Der Anfang wurde immer von einer Person gemacht und dann haben alle anderen im Haus nachgezogen und haben den zweiten Teil quasi aufgesagt. Wie jetzt zum Beispiel bei Haus Molin kommt von einem dann Blut bindet und von den anderen dann Treue eint. Bei Haus Faust hat einfach einer gerufen Haus Faust und alle anderen dann Prima inter pares. Und ohne Witz, ich habe es niemals verstanden. Ich habe niemals verstanden, was da gerufen wurde, bis ich irgendwann in geschriebener Form in einer Facebook-Gruppe gesehen habe, was die dann da immer rufen. Was genau Prima Inter Pares heißt, weiß ich leider nicht. Ich kann das aber mal ganz kurz nachschauen. Kleinen Moment. Die Ersten unter seinesgleichen. Nummer 1, sozusagen. Ah! Prima Inter Pares! Dann kam Haus Krabat.
Genau. Haus Krabat hatte, glaube ich, den längsten Spruch von allen. Fand ich aber auch ziemlich cool und sehr passend fürs Haus. Da war nämlich ins Dunkel gezogen, ins Licht geflogen, gefolgt von Kra, Kra, Krabat. Das war dann immer quasi, begonnen hat jemand mit ins Dunkel gezogen und dann zogen alle hinterher mit ins Licht geflogen, Kra, Kra, Krabat. Ins Dunkel gezogen! Ins Licht gezogen! Kra, Kra, dann folgte unser Spruch. Wir hatten tatsächlich zwei, weil einer unserer Sprüche konnte tatsächlich mehr oder weniger als Trinkspruch missbraucht werden. Unser Spruch war, auf die Brüder, auf uns. Auf die Brüder, auf uns! Oder, wer ist das Rudel, gefolgt von kollektivem Wolfsgeheul. Und das fand ich einfach mega episch. Jedes Mal, wenn einer gerufen hat, wer ist das Rudel, und wir alle anfingen zu heulen, habe ich so dieses Gänsehaut-Gemeinschaftsfeeling immer wieder gehabt. Das war richtig, richtig geil. Und dann natürlich unser Trinkspruch mit auf die Brüder, auf uns. Das war so der Spruch, den wir eigentlich fast immer überall rausgehauen haben. Witzig war halt immer, wenn wir in der großen Halle so an den Essenstischen saßen, waren wir lustigerweise immer die Ersten, die den Spruch rausgehauen haben, und da zogen alle anderen so hinterher. So, die waren immer alle die Nachmacher. Hm. Gut, aber das ist so die Haus-Chants unter den verschiedenen Häusern. Beim nächsten Run werden es wahrscheinlich wieder andere sein, aber ich fand die hier schon ziemlich episch und habe sie ziemlich, ziemlich gefeiert. Abgesehen von der Tatsache, dass jedes einzelne Haus seine Songs hat, beziehungsweise seinen Song hat, die ich euch auch gerne mal unten in den Kommentaren beziehungsweise in der Infobox verlinken kann. Über Soundcloud gibt es zu jedem Haus am Nimbus einen Song, der quasi das Haus definiert und der von den von denjenigen, die dem Haus angehören, auch regelmäßig gesungen wird, die auch ziemlich geil klingen, muss ich sagen. Abgesehen von diesen Songs gibt es natürlich auch eine Schulhymne. Also sozusagen wie in Hogwarts dann zum Beispiel auch. Eine Hymne, die die Schule definiert und die irgendwann im Laufe des Spiels, meistens so am Ende des Spiels, nach der Hauspokalverleihung dann auch tatsächlich einmal gesungen wird. Die packe ich euch auch gerne in die Infobox. Wie gesagt, über Soundcloud gibt es die Songs zu hören. Da gibt es eine ganze Playlist zu dem Nimbus bzw. auch zum Chocha, zu dem englischsprachigen Ableger. Das wollte ich euch nur nochmal gesagt haben. Sind ziemlich geniale Songs. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören.